zum dritten Part von Irix. Jawohl, wir sind oder wir stehen mitten im Regen. Was uns aber nicht weiter stört, da wir hier zu Hause ja nicht nass werden, wir folgen weiter unserem guten alten Duras quer durch die Wildnis, durch die Pampa und hoffen doch, dass der Typ uns nicht hier an der nächsten Ecke vergewaltigen möchte. Aber gut, wir brauchen ihn letzten Endes, das haben wir gesehen, denn ohne ihn wird uns der Arsch hier aufgerissen. Weil wir einfach kampfskill-technisch noch nicht hoch genug sind für die Scheiße hier. Scheiße. Wir sehen schon, der Typ zockt uns mit einem Schlag bei irgendwie 10% von unserem Leben. Und das gefällt uns natürlich gar nicht. Jeder Schlag füllt deine Komboleiste auf. Sobald du genug Kombo-Energie hast, kannst du eine Spezialattacke mit Q ausführen. Je besser deine Attacke timest, desto mehr Kombo-Energie bekommst du für den Schlag. Okay. Gut. Jetzt könntest du zum Beispiel Q drücken. Siehst du, jetzt kommt da sowas. Sauber. Hab ich noch gar nicht gewusst. Scheiße. Du Mistvieh, Mann. Und? Mach doch mal die Grätsche. So. Also, wir sind uns einig, dass wir hier der Sparta vom Hause Wald sind, ne? Die haben alle keine Chance gegen uns. Ich seh Alexid. Sehr schön. Jawohl. Jawohl. Magnesiumfackel. Da können wir einen Schlafsack, falls wir uns die Leben noch ein bisschen aufladen wollen. Wollen wir das machen? Dann hört es auch auf zu regnen. Komm. Ah, das ist Mitternacht. Bis zum nächsten Abend, bis zur nächsten Mittagsstunde schlafen. So gefällt uns das. Sehr schön. Okay. Als nächstes. Es regnet ja immer noch. Als nächstes nehmen wir mal den ganzen Laden hier auseinander. Ich kann mir gut vorstellen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Also. Wir brauchen diesen verfluchten Schrott. Werden uns diese Biester nicht so viele Probleme machen? Jetzt sind diese Mistviecher nach oben gekommen. Hier ist eins. Hey, ihr dummen Trottel. Ja. Los, los, los. Lad auf. Ja. Sehr schön. Wir nehmen den ganzen Laden hier ein bisschen auseinander. Oh, 52 Elixid hat die bei sich gehabt. Hier sind allgemein relativ viele Outlaw-Leichen. Hier haben wir nochmal ein Beil. Können wir mal gucken, ob das sogar ein bisschen stärker ist als das, was wir haben. Kleiner weißer Stein. So. Ich habe gesehen, dass bei den letzten zwei Parts die Farbe, also die Farbkorrektur, dass ich die ein bisschen übertrieben habe. Aber deswegen fange ich nicht mal von vorne an. Ich tue das jetzt bei dem Part einfach ein bisschen skalieren. Ist hier noch irgendwas? Nö, gell? Das war's. Dann würde ich vorschlagen, dass wir uns langsam mal wieder zu unserem guten alten Freund, dem Duras, begeben. Dass wir uns nicht so weit von dem entfernen. Oh, hier haben wir noch was. Ein kleiner Heiltrank. Okay, sehr schön. Ein Besen, falls wir hier ein bisschen sauber machen wollen. Metallschrott. Klebeband, ein bisschen Duct Tape, um dem Duras die Fresse zu montieren, wenn der mal wieder zu viel redet. Okay, das war's. Also, hier haben wir nochmal ein bisschen Klebeband. Duras, hallo, Duras. Ich glaube, der ist hier hochgegangen. Wo ist denn der? Ah, der ist am Kämpfen. Ah, nee, ist er nicht. Schön ausgewichen. Sehr gut. Oh, der steht bereits da oben. Da habe ich ein ganz schlechtes Vorahnung. Das letzte Mal, wo der da oben steht und ich mit dem geredet habe, hängt sich das Spiel nämlich jedes Mal auf. Jetzt müssen wir probieren, irgendwie an dem vorbeizukommen, damit ich nicht mit dem reden muss. Das so. Also ist wirklich so gewesen. Egal welche Grafikeinstellung oder sonst ich was habe, das Spiel hat sich danach komplett aufgehangen, wenn ich mit dem geredet habe. Du hast zum Glück einen ausgeschlossenen Berserker Goliath betreten. Okay, wir sind hier in der Stadt. Jetzt möchte ich noch da unten schnell den
Teleporter freischalten? Der Dodos ist ja nicht mal hier, gell? Genau, der ist jetzt in der Stadt drin, ne? So. Haben wir hier noch was? Hier haben wir ein bisschen Heiltrank. Jo, das ist eigentlich alles. Gut. Sehr schön. Dann begeben wir uns langsam mal in die Stadt. Halt! Dein Gesicht kenne ich nicht. Vor kurzem ist ein Gleiter der Alps über Edan abgestürzt. Darum ist es besser, wenn wir Nebelkrähen alles und jeden kontrollieren. Man kann schließlich nie wissen, was die Alps im Schilde führen. Sehe ich aus wie ein Alp? Sehe ich aus wie ein Alp? Besonders Elex verseucht siehst du jetzt nicht aus. Gut, das Argument lasse ich gelten. Trotzdem verstehst du sicher, dass man nie vorsichtig genug sein kann. Eine letzte Sache noch, bevor ich dich passieren lasse. In Goliath wird nicht geklaut und die Waffen bleiben stecken. Nicht mehr, aber auch nicht weniger erwarte ich von dir. Schon klar. Gut, dann heiße ich dich im Namen der Berserker willkommen. Gut. Sehr schön. Wir sind in Goliath angekommen. Ohne Duros deine Hilfe hätte sich das wahrscheinlich als sehr, sehr schwierig erwiesen. Gut, ich will hier nichts rumklauen. Führst du was im Schilde? Ich werde mich am besten mal, wo wollte ich hin? Genau, zu den Häuptlingen von dem ganzen Kaff hier. Zu dem begeben wir uns mal. Der gibt uns nämlich... Sieht mich einer? Nee. So, ist gut. Ein paar Aufträge. Damit wir hier ein bisschen weiterkommen und uns ein bisschen hier Ruf ergattern. Und die sollen ja nicht rausfinden, dass wir ein Alp sind. Lauf, 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 lauf. Dafür, dass das eine Stadt sein soll, oder beziehungsweise hier die Hauptstadt, ich glaube, das soll auch hier die Hauptstadt der Berserker sein, finde ich das relativ mager. Sieht aus wie ein kleines Dorf oder so. Aber gut. Aber wir sind jetzt von der anderen Seite gekommen. Ja, sind jetzt halt einen Umweg gelaufen, ist ja nicht so schlimm. Da ist er schon. Hey! So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich. Ich habe kein Verbrechen begangen. Hier, ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich bin ein Abtrünniger der Alps. Ich wurde von meinen eigenen Leuten hingerichtet. Du willst eine Exekution der Alps überlebt haben? Jo. Selbst wenn das stimmt, dann bist du geradewegs in die Höhle des Löwen marschiert. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich brauche euren Schutz. Ich brauche euren Schutz. Tja, Edan ist ungastlich geworden in den letzten Monaten. Aber wir sind hier kein Flüchtlingslager. Jeder, der den Schutz von Goliath in Anspruch nimmt, wird seinen Beitrag leisten. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Jo. Du bist der Boss. Du bist der Boss. Ich mache mit dem mal keine Schwierigkeiten. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Okay. Angenommen, ich unterstütze euch. Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe.
Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Das ist offensichtlich. Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Mhm. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Wollen wir das machen? Ich denke mal schon. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Okay. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Ist das nicht ein wenig viel? Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich kann diese Aufgabe auch jemand anderem übertragen, wenn dir das lieber ist. Aber dann wird sich dir niemals die Möglichkeit bieten, uns beizutreten. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Okay, gut. Schön, dass wir mit dem drüber geredet haben. Wir sollen also für den aus mindestens zwei der großen Städte ihm die Berichte bringen. Okay. Ist ja ganz schön und gut. Können wir auch machen. Aber ich wollte zum... Oh, wo ist denn der? Wo war der? Oh, ich glaube, ich war ja sogar noch Levelaufstieg. Kann das sein? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Maschinen sind cool, ja. Sonst könnte ich das Ganze hier gar nicht machen. Was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn? Also gut. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Arbeit hier zu bekommen, um auch mal ein bisschen Erfahrungspunkte zu sammeln. Damit wir ein bisschen mehr Muggis auf die Arme kriegen, ne? Du. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein! Ich bin's. Ich will zum Eingangstor wieder. Guck mal hier, ich rede mal mit dem. Nanu? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal, du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus. Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Komm zur Sache. Schon gut. Also, ich erkenne das Potenzial in dir. Aber lass mich deine Zweifel zerstreuen. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Ja. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Du suchst also Raritäten.
Goldrichtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Wegen der Raritäten. Wegen der Raritäten. Ja? Wo liegt der Haken? Was kann... kannst du diese Waffe gebrauchen? Klerikerwaffe zeigen. Kannst du diese Waffen gebrauchen? Ja, bist du denn verrückt? Das ist ja Zeug von den Klerikern. Ich habe dir zwar gesagt, ich sammle Raritäten, aber das ist sogar mir zu heiß. Wenn ich mit dem Zeug erwischt werde, kann ich mir gleich eine Grube ausheben. Ich gebe dir einen guten Rat, werd das Zeug so schnell es geht los. Und hier hast du ein paar Splitter, damit du vergisst, dass wir überhaupt darüber geredet haben. Okay, okay. Wo liegt der Haken? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elexit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön. Natürlich gibt es einen. Dem einen oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Nö. Hier, sind bei dir in der letzten Zeit etwa so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Okay. Gut. Wir haben gewusst, wir haben erfahren, dass der mit Raritäten handelt. Nein, nein, du musst dich verhört haben. Wer hätte das nicht tun dürfen? Sieh an, der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Erklär mir ein paar Dinge. Hey, gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Ich werde jetzt ein Bier kaufen. Eins, habe ich gesagt. So, okay. Sehr schön. Nein, du musst dich verhört haben. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Jetzt verkaufe ich auch noch ein bisschen. Oh, das Beil, was ich... Aha, das ist... Aber wenn ich Level up bin, kann ich das dann nehmen. Okay, tipptopp. Ich tue ein paar Sachen noch verkaufen. Schnaps, Brause, Konservendose. Das Bier behalte ich, Trockenfleisch, Wein, Wasserflasche. Heiltränke behalte ich. Trinke allgemein behalte ich. So. Die ganzen Kräuter verkaufe ich. Boah, die sind gut was wert. Das bringt es echt, die Dinge einzusammeln. Reines Elixit. Hier ist das Zeug. Mal gucken. Elektroschrott. Den würde ich auch gerne behalten. Metallschrott. Klebeband. Goldbrocken. Und Dietrich behalte ich auch. Magnesiumfackel. Die kann ich mal alle verkaufen. Uiuiui, ich habe ja ganz schön viel im Inventar. Hammer, Öllampe, Besen, Becher, Krug, Werkzeug, Schatulle, Geldbeutel, Klopapier. Hier die Zigaretten. Okay, tipptopp. Haben wir das Zeug verkauft? Sucht Jura noch immer jemanden, der für ihn zu diesem Konverter geht? Ja, aber ich bezweifle, dass er jemanden findet, der die Eier dafür hat. Also. Ich habe das Bier gekauft, weil ich weiß, dass der unten am Eingang das Tor, der am Tor Wache steht, mit dem wir gerade am Anfang geredet haben, dass ich den ersten Auftrag von dem bekomme, und zwar ihm ein Bier zu besorgen. Und so spare ich mir den ganzen Weg wieder nach oben. So. Hey. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Kannst du mit einer Waffe umgehen? Ich komme zurecht.
Das ist schon mal gut. Aber packst du auch mit an? Oder machst du dir ungern die Hände schmutzig? Ja, noch etwas? Wenn es dir ernst ist, dann hör dich in der Stadt um. Aber ein kleiner Tipp unter Freunden. Verkauf dich nicht unter Wert. Wo kann ich nach Arbeit suchen? Wo kann ich nach Arbeit suchen? Sieh dich mal bei unseren Setzern um. Die stecken immer bis zum Hals in Arbeit. Ansonsten haben die Werker immer genug um die Ohren. Für jemanden wie dich, genau richtig. Und wenn du dann noch immer nicht ausgelastet bist, versuch dein Glück im Kriegerviertel. Lass dir aber ja nicht einfallen, mit Gewalt an die Splitter der anderen zu kommen. Das haben wir hier gar nicht gern. Okay. Werd's mir merken. Werd's mir merken. So wollte ich das hören. Einen Moment. Ja, genau. Was denn? Ach, nur eine Kleinigkeit. Wenn mich nicht alles täuscht, bist du jetzt einer von Ragnars Laufburschen. Und da du dich sicher gut mit den Nebelkrähen stellen willst, wirst du mir etwas aus der Taverne bringen. Kann ja nicht sein, dass ich der einzige Kerl hier bin, der hart arbeitet. Was soll ich dir bringen? Was soll ich dir bringen? Na was wohl? Ein Bier natürlich. Auch wenn es die letzte Plörre ist. Wer uns Wachen hilft, handelt richtig. Aber vom Quatschen bekomme ich Durst. Abmarsch! So, der wird uns jetzt aber dann über den Tisch ziehen. Aber na gut, egal. Hier, dein Bier. Ah, endlich. Ich komme um vor wenigstens. Durst. Hilf jetzt wieder den anderen. Moment, was ist mit meiner Belohnung? Das war ein Freundschaftsdienst und die bezahlt man nicht. Du hast doch selbst gesagt, ich soll mich nicht unter Wert verkaufen. Dann sieh diese Lektion als Bezahlung an. Von mir bekommst du keinen Splitter. Ich könnte den jetzt zum Kampf herausfordern oder so eine Schlägerei provozieren, aber der Typ ist einfach zu stark. Der haut uns mit einem Schlag weg. Na gut. Siehst du, du bist ja doch vernünftig. Und weil du mir nicht dumm gekommen bist, werde ich beim Warlord der Nebelkrähen ein gutes Wort für dich einlegen. Das kann ich natürlich nicht umsonst machen. Mein Wort ist kostbar. Aber für deinen Freundschaftsdienst mache ich dir einen Freundschaftspreis. Ich sage Ragnar, dass du uns eine Hilfe bist und du überlässt mir eine Handvoll Splitter. Ach komm, wir machen das. Nein, alles, was du von mir bekommst, ist eine Handvoll Scheiße. Also komm, wir geben dem trotzdem 200 Splitter, scheißegal. Meine Splitter für dein Wort. Weise Entscheidung. Ich werde nur in den höchsten Tönen von dir sprechen. Verlass dich darauf. Wehe, der zieht uns über den Tisch. Okay, meine Lieben. Jetzt, wo wir den Handel abgeschlossen haben mit dem und das erste gute Wort bei Ragnar bekommen werden, ist das aber auch ein guter Zeitpunkt, jetzt oben auf Wiedersehen und einen schönen Abend oder einen schönen Morgen zu wünschen. Bei mir ist es 8 Uhr morgens. Ja, 9 Uhr morgens. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif, Leute. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.